50.000 Euro Strafe für Stefan Brandner, weil er eine Reporterin mehrfach als Faschistin bezeichnet hat. Eine absolute Rekordsumme. Sowas hat es wegen so einer Verurteilung noch nie gegeben. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Politik im Fokus. Mein Name ist Philipp. Los geht's. Ann-Kathrin Müller vom Spiegel gewinnt vor Gericht gegen Stefan Brandner, AfD. Und Brandner muss in Summe einen Rekordbetrag von 50.000 Euro bezahlen. Somit bekommt Brandner vom Gericht einen Maulkorb verpasst. Apollo News schreibt dazu, weil er Journalistin, ich zitiere, Faschistin nannte, AfD-Politiker muss 50.000 Euro Strafe bezahlen. Jetzt schauen wir uns noch schnell an, was Ann-Kathrin Müller dazu zu sagen hat. Sie schreibt bei X, ihr erinnert euch vielleicht, AfD-Bundesvorstand und Jurist Stefan Brandner hatte mich auf X mehrfach, ich zitiere, als Faschistin bezeichnet. Ein Gericht verbot ihm das, doch er löschte nicht alle Tweets. Insgesamt 20.000 Euro Ordnungsgeld muss er deswegen zahlen. Doch das ist nicht alles. Mit dem "doch das ist nicht alles" meinte sie, dass sich die Strafe halt aus mehreren Ordnungsgeldern zusammensetzt. Die Begründung des Gerichtes, warum da nochmal 20.000 Euro draufgekommen sind, die ist der absolute Hammer. Da müssen wir gleich noch drauf ein. Jetzt als allererstes lesen wir aber mal, was der Herr Brandner bei X dazu geschrieben hat. Also so wie es hier aussieht, allzu viel hat er dazu nicht zu sagen. Er hat wohl eine Augen-Not-OP hinter sich, wie man hier lesen kann. Brandner schreibt bei X, ärgerlich, eine Augen-Not-OP, die einem im Wahlkampf plötzlich aus dem Rennen nimmt. Und von einem harten Rechtsstreit um die Meinungsfreiheit flankiert wird. Soll aber auf gutem Wege sein, sagen Anwalt und Doc. Das glaube ich gerne und steige voraussichtlich am 9.8. wieder voll ein. Ja, da wünschen wir dem Herrn Brandner definitiv gute Genesung. Hoffentlich ist alles gut gelaufen. Und wir freuen uns auf ein Statement zu den Vorwürfen bzw. zu dem neuen Ordnungsgeld. So heißt es weiter bei Apollo News. Stefan Brandner, Mitglied des AfD-Bundesvorstands, ist zu einer Rekordstrafe wegen Beleidigung verurteilt worden. Er muss ein erhebliches Ordnungsgeld zahlen, da er wiederholt die Spiegeljournalistin Ann-Kathrin Müller beleidigt haben soll. Ein Gericht hatte Brandner bereits zu einer Strafe von 20.000 Euro verurteilt und ihm untersagt, Müller weiterhin als, ich zitiere, Faschistin zu bezeichnen. Also wenn ich da so drüber nachdenke, da kommt mir dann jetzt irgendwie der Klingbeil wieder ins Gedächtnis mit seinem Endspruch gegen die Frau Weidel. Ich weiß gar nicht, schreibt mal in die Kommentare, habt ihr da noch irgendwas mitbekommen? Ich habe da nichts mehr von gehört, außer dass die bei der Wahlnachlese das noch einmal erwähnt hat, da ein Statement zu abgegeben hat. Aber ansonsten habe ich da nichts mehr von gehört. Ihr denn? Naja, wir lesen mal weiter. Trotz des Verbotes wiederholte Brandner die Beleidigung zur Europawahl auf dem Kurznachrichtendienst X. Das Landgericht Berlin entschied daraufhin, dass Brandner die Beleidigung zumindest fahrlässig erneut ausgesprochen habe und verhängte ein zusätzliches Ordnungsgeld von 30.000 Euro. Auch die Verfahrenskosten muss Brandner tragen. Zitat Ann-Kathrin Müller, also 50.000 Euro. Das ist eine Rekordsumme, sagen meine Anwälte und freut sich damit bei X über den Gerichtserfolg. Ja, die X-Tweets haben wir ja gerade eben schon durchgelesen. Das ist auf jeden Fall damit gemeint, das ist noch nicht alles, was sie da bei X gepostet hat. Ich möchte euch aber dann noch mal ganz kurz den Ausschnitt von dem Klingbeil zeigen, wo der die Frau Weidel so krass beleidigt, weil ich finde persönlich, dass sowas auch gerichtlich verfolgt werden sollte. Und ich glaube, dass ich die sehr starke Polarisierung und auch die SPD leider auch hiermit selbst abgeschafft hat. Also ich muss mich auch sehr stark wundern, dass sie so weitermachen wollen wie bisher, weil das Ergebnis ist einfach viel zu schwach und wird zur Bundestagswahl deutlicher ausfallen. Herr Klingbeil,
wird eine komplett andere Wahl sein. Es geht um eine personelle Zuspitzung dann auch hier in diesem Land. Wahrscheinlich ja Herr Merz gegen Olaf Scholz. Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen noch mal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Ich glaube, da wachen viele auf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Aussage von dem Herrn Klingbeil ist der absolute Knaller. Sowas müsste gerichtlich verfolgt werden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich von irgendwelchen Bundestagsabgeordneten, die nicht von der AfD sind, höre, dass das irgendwie Faschisten sind oder sonst irgendwas in irgendeiner Form. Also genug Beleidigungen, die könnten auch alle belangt werden. Also ich finde das unterste Schublade, absolut unterste Schublade. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, bitte. So, dann kommen wir auch zum letzten Abschnitt vom Artikel von Apollo News. Brandner und sein Anwalt argumentieren, Berichten von Legal Tribune Online zufolge vor Gericht, Müller dürfe Faschistin genannt werden, weil sie selbst den Faschismusvorwurf zur salonfähigen Selbstverständlichkeit gemacht und damit Faschismus verharmlost habe. So habe Müller etwa im Jahr 21 den Sender Phoenix gesagt, dass es einzelne Funktionäre in der AfD faschistische Züge gebe. Sie habe mehrfach ohne oder nur unter fadenscheinigen Begründungen den Faschismusvorwurf gegenüber der AfD erhoben. In der Tat hat Müller die Partei bzw. Vertreter von ihr mit diesem Vorwurf bedacht. 50.000 Euro. Das ist eine verdammte Stange Geld. Und wie ihr mitbekommen habt, hat sie ja selber, ja, AfD-Politiker, Vorsitzende, wie auch immer, als Faschisten bezeichnet, beziehungsweise in die Richtung bezeichnet. Ja, genauer Wortlaut kenne ich jetzt nicht, ich kann das auch nur daraus lesen. Und nach meinen Informationen hat die Frau keine Strafe bekommen. Ihr wurde lediglich untersagt, das nochmal zu sagen, so in der Form. Ja, also da wird wieder zweierlei Maß gemessen. Das ist absoluter Wahnsinn. Aus meiner Sicht natürlich. Ne? Ich habe versucht auch noch das Interview mit Phoenix zu finden, aber es ist irgendwie nicht auffindbar. Also wenn irgendeiner von euch das noch irgendwie hat oder weiß, wo ich das kriegen kann, dann schickt mir bitte eine E-Mail oder schreibt es in die Kommentare. Also ich finde persönlich, entweder müssen sie alle wegen sowas verknackt werden, wenn sie dann Leute beleidigen und dann auch mit gleichem Maß gemessen oder halt keiner, mein Gott. Aber dieses ständige Bashing gegen die AfD, ich finde es jetzt auch wieder sehr, sehr passend, dass das ausgerechnet jetzt kommt, wo wieder die Wahlen, ne, im Osten sind. Ich erwähne das ja immer wieder, wir haben ja diverse Sachen, die aufgekommen sind, ne, Thüringen, AfD-Verbot, ne, Hashtag kämpferisch aggressiv und zum Beispiel auch das Kompaktverbot. Ja, die Liste wird ja immer länger und es wird ja auch immer extremer. Schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare, ob diese 50.000 jetzt gerechtfertigt sind, also 30.000 Strafe und so wie ich das erlesen habe, halt nochmal 20.000 für die Gerichtskosten. Und wenn ihr noch kein Like und noch kein Abo dagelassen habt, dann macht das bitte. Teilt das Video auf jeden Fall, damit viele Leute diese Informationen bekommen. Ich bin Philipp von Politik im Fokus. Bis dann. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.